Ich hatte ja den Kurs des Tschechoslowakischen Roten Kreuzes gemacht. Ich hätte normal wahrscheinlich Medizin studiert und habe schon was von Krankheit verstanden. Und einer war krank geworden und da haben sie mich gebeten, ich soll doch kommen und ihn pflegen. Er ist sehr krank. Und da bin ich also hingegangen. Und der behauptet, ich habe ihm das Leben gerettet, was absolut nicht stimmt. Ich habe nämlich den Arzt aus Olmütz ausfindig gemacht in Theresienstadt und ihn zu ihm gebracht. Und dadurch hat er überlebt. Aber kurz und gut, ich war da und habe ihn diesen Nachmittag gepflegt. Und dann sagten sie am Schluss, also als Dank dafür, dass du das gemacht hast, darfst du heute hier bleiben. Wir haben einen Dr. Simonson zu einem Vortrag eingeladen, aber keine anderen Mädchen aus, also wir waren ja mehrere Mädchen aus den Gruppen, nicht? Aber du hast es dir verdient, nicht? Und als ich hörte Dr. Simonson, war ich also restlos überzeugt, ein uralter Mann mit weißen Haaren und weißem Bart. Und dann kam er. Und hat einen hervorragenden, er hat wunderbar vorgetragen. Er war ja nachher Professor an der Uni. Er konnte wunderbar vortragen. Und da habe ich ihn kennengelernt. So. So ist es.